Hi Leute, herzlich willkommen zu einem LS19 Informationsvideo, meine Lieben. Denn wir werden uns den Trailer von der Ravenport USA Map nochmal anschauen. Der kam gestern raus. Ich habe den natürlich auch gekriegt, aber allerdings keine Zeit gehabt. Deswegen gibt es den bei mir heute. Heute 14 Uhr gibt es aber auch noch ein LS19 Video, und zwar die Factsheets, die brandaktuellen. Schaut da auf jeden Fall rein. Und 20 Uhr live auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst ein Däumchen da oder abonniert den Kanal, beziehungsweise Und ja, wir schauen uns jetzt erstmal hier ganz kurz den Trailer an und dann schauen wir mal, was es da Schönes zu sagen gibt. No? So, auf geht's. Ja, meine lieben Freunde, ihr habt es gesehen, das war der Trailer. So, wie gesagt, der kam gestern schon raus. Wir wollen uns aber mal ganz kurz ein paar Sachen anschauen. Ravenport Featured Final Trailer, ne? Und zwar wollen wir uns einfach mal hier ein paar Sachen anschauen, eine kleine Analyse machen in dem Sinne zum Trailer. Und damit geht es hier auch schon los. Ich habe hier mal ein Päuschen reingemacht, weil ganz einfach, hier sieht man mal wirklich schön die Höhenunterschiede. Wir sind ja auf der USA-Map und warte mal, wir haben da vielleicht noch ein besseres Beispiel, aber man sieht halt einfach, dass das Ganze hier nicht flach ist und nicht alles gerade ist, sondern dass wir schöne Höhen drin haben, aber das ist nichts Neues, nichts Besonderes, das hat man natürlich im 17er auch, hier sieht man das auch noch wirklich mal schön, ne, dass die Felder halt wirklich unterschiedlich sind und nicht alles flach ist. Hier ist sehr schön zu sehen, wir haben wahrscheinlich nicht nur runde Felder, wir haben wahrscheinlich nicht nur eckige Felder, sondern eben auch runde Felder. Also ihr seht hier, ne, das Feld scheint gigantisch zu sein, ich bin mir nicht sicher. Also wenn das hier hinten wirklich noch rumgeht und hier über die komplette halbe Map, dann ist es natürlich ziemlich heftig. Aber ihr seht, wir haben hier eine schöne Rundung drin. Ich bin gespannt, wie der Helfer damit klarkommen wird. Wird interessant. Und ja, ganz viele tolle Sachen. Es sind unglaublich viele Details, auch in den Bildern drin, ne? Wenn wir uns jetzt mal hier das anschauen, hier zum Beispiel dieser Schrottplatz. Zu krass, also so ein kleiner Schrottplatz halt mittendrin. Oder hier so eine alte abgenuddelte Brücke, über die man dann mit dem Traktor drüber fahren kann, muss. Und ja, wir haben den Strand, hier auch sehr schön zu sehen. Ein Haus. Ja, aber nicht irgendein Haus, sondern ein Haus mit der offenen Tür. Das heißt, hier können wir wahrscheinlich rein. Also Fakt ist eins, das wurde ja auch schon gesagt, dass gewisse Gebäude begehbar werden. So, und das ist eins davon. Das heißt, hier ist die Tür offen. Das heißt, hier kann man reingehen, kann sich das Gebäude anschauen und kann, ja, irgendwas machen. Wir schauen mal, ob irgendwelche Interaktionen in den Gebäude möglich sind. Das weiß ich leider noch nicht. Wunderschöner Strand. Hier hinten noch mit so einem schönen großen Containerschiff. Sehr, sehr interessant. Ne? Mich wundert es, dass da kein Video gemacht wurde, wo das hier als Thumbnail genommen wurde. Hier ein großer roter Kreis drum mit einem Pfeil drauf. Feuerwehrschiff. Ne? Man könnte ja denken, es ist so ein Feuerwehrschiff, aber naja, mit viel Fantasie. Ne? Also ist es nicht, ist ganz klar. Aber naja, manche sehen da vielleicht ein Feuerwehrschiff drin. Weil die Feuerwehr soll ja im LS19 auch kommen. Laut mancher Leuten Ansicht. So, dann haben wir aber hier noch, ganz interessant, so ein Dressier, wie nennt sich das, Dressur? Gehege für die Pferde. Also hier können wir auf jeden Fall wahrscheinlich mit den Pferden reinhoppeln.
können hier über die einzelnen Sprungelemente springen und unsere Pferde dressieren. Denn die müssen wir ja täglich reiten, dass die eben besser werden und uns eben mehr Geld bringen im Verkauf. Na, so sieht's aus. Sehr interessant. Hier sieht man auch nochmal ganz cool, ey, die ganzen Wege, das ist der Hammer. Also gerade hier so die Wege hier hoch, diese ganzen Kleinfeldwege hier auch oder Trampelfahrte, das ist schon wirklich sehr, sehr schön gemacht. Foundation Zement Factory. Eine Zementfabrik. Okay, eine Zementfabrik. Schauen wir mal. So, hier sehen wir auch nochmal schön ein abgeerntetes Feld. Ne? Das ist gerade frisch geerntet. Da stehen die Stoppeln noch. Da ist nichts gegrubbert, nichts geflügt, nichts gedüngt, nichts angesät oder sonstiges. Und da haben die Vögel gerade noch ein bisschen Spaß, hier die Regenwürmer zu picken und gönnen sich da. Das ist auch ein neues Feature, ne? Die Wildtiere eben im LS19, die auch nochmal schön zu sehen. Zug ist auch wieder am Start. Hier sehen wir mal zwei John Deere Drescher ernten. Sehr schön. Auch hier so dieses ganze Flair, diese ganze Atmosphäre ist wirklich so liebevoll und so schön gemacht. Hier sehen wir mal einen Stall. Könnte der Pferdestall sein? Ich glaube, es war der Pferdestall. Und hier, meine Lieben, genau da werde ich liegen. Da werde ich im LS19er liegen, wenn wir dann die nächste Challenge beginnen. Und werde so da liegen und werde denken, ach, macht ihr nur all. Ich gönne mir. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, sehr cool. Sehr, sehr schöne Einblicke in die Ravenport Map. Und wirklich, ich glaube, zum LS17, die Map war ja eine Katastrophe, die da als Standard-Map mit rauskam, wird das was richtig Cooles werden hier. Ich glaube schon, das wird was richtig Cooles werden. Aber es wird auch katastrophal werden am Anfang. Ja, weil jeder will 1000 Videos veröffentlichen am liebsten. Und jeder will der Erste sein und jeder will tolle Projekte machen. Werden wir natürlich auch alles machen. Aber, Leute, wir werden uns nicht überschlagen. November am 20. kommt das Ganze raus. PS4, Xbox One, PC, Mac. Die Vorbesteller-Links findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mich noch ein bisschen unterstützen, wer noch nicht vorbestellt hat. Und ja, ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns ja heute Abend. Da können wir gerne nochmal über den LS19 diskutieren, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten, ich bin erstmal raus. Bis dahin, schönes Wochenende, euer Manus. 14 Uhr, Factsheet-Video nicht vergessen und Däumchen dalassen. Tschüss!